method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um das Karma, beziehungsweise das Gottesmal, wie ich es früher halt immer genannt habe, von Boruto und Kawaki. Und deswegen, falls ihr nicht auf dem Manga-Stand seid oder nichts von dem Manga wissen wollt oder sowas, solltet ihr am besten abschalten, weil sonst werdet ihr von der Zukunft gespoilert, weil es geht ja halt natürlich um den Manga und so. Ja, deswegen geht weg, danke und hallo an alle, die noch dran geblieben sind. Okay, jetzt... Auf jeden Fall geht es halt um das Karma von den beiden und Koji hatte ja angemerkt, dass beide die Resonanz haben oder beide in Resonanz sind oder sowas in der Art. Und das haben jetzt viele anders verstanden. Oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es da verschiedene Interpretationen, aber ich will schon mal meine Interpretation, sage ich mal, vorstellen. Erstmal eine Interpretation, die von den meisten wahrscheinlich kommt, ist, dass wahrscheinlich irgendwie so Boruto und Kawaki da in der Art im Einklang waren, weil beide irgendwie, ja, sage ich mal, die Jutsus einsaugen und keine Ahnung was können und wahrscheinlich auch wieder abfeuern können. Bei Kawaki haben wir es ja gesehen, bei Boruto noch nicht. Aber ich denke, Boruto sollte das auf jeden Fall auch können. Und da ist halt die Sache, wo halt dann viele denken, jo, damit sind die beiden gemeint, weil die beiden so im Einklang sind, keine Ahnung was. Was ich allerdings anders sehe, weil was auf jeden Fall markant herausgestochen ist, ist, dass die Resonanz, sage ich mal, in Anführungsstrichen geschrieben war und alles. Und das haben wir auch zum Beispiel bei Karma. Und diese Anführungsstriche sollen einfach nur andeuten, yo, das soll jetzt nicht das Wort dafür sein, dass die, keine Ahnung, Karma oder Resonanz haben oder in der Resonanz sind oder sowas, sondern dass das der Name von dem ist, was gerade mit dem Mal abgeht oder so, weil das Mal heißt Karma und das, was mit dem Mal passiert ist in dem Moment, was bei beiden der Fall war, war die Resonanz. Und was diese Resonanz ist, dazu komme ich jetzt. Nämlich haben wir, als Kawaki, sag ich mal, die Uses abgefeuert hat und absorbiert hat, oder wo Boruto die Uses absorbiert hatte, haben wir bei beiden dasselbe Mal auf der Hand gesehen. Weil wir wissen ja, die Male können sich, sag ich mal, ändern, es erweitert sich ja irgendwie und es gibt ja, so wie wir es auf den Plakaten früher gesehen haben, so, ja, 7 verschiedene Male, wenn man so sagen will. Natürlich ist es das eine Mal, aber, sage ich mal, 7 verschiedene Baustücke davon, wenn man so betiteln will. Und wenn wir uns das genauer angucken, sehen wir, dass 2 davon da irgendwie in einer Art fusioniert sind, wenn man so sagen will. Und, ja, ich werde es nur genauer einblenden, damit ihr seht, was ich da genau meine. Weil wir sehen da den Kreis von dem einen Mal mit den 4 Punkten da drüber, während wir von den anderen Mal das da drunter sehen, wie es dann den Unterarm runtergeht und alles. Und ja, das ist so eine Kombination aus 12 verschiedenen Malen. Und das könnte rein theoretisch diese Resonanz sein, dass sich wirklich mehrere Teile von diesem Mal, sage ich mal, verbinden und somit irgendwie eine andere Kraft verursachen oder, keine Ahnung, eine bessere Kraft entsteht oder sowas. Weil das könnte dann wirklich was Fortgeschritteneres sein, wenn man die einzelnen Bauteile, sage ich mal, kombinieren kann oder sowas. Weil Koji hatte dann ja auch angemerkt, jo, ich wusste, dass Jigen Kawaki wegen der Resonanz haben wollte, aber es ist verwunderlich, dass Boruto es auch hat und sowas. Irgendwie sowas in der Art hat er gesagt. Und das könnte dann wirklich bedeuten, dass dieses Kombinieren von verschiedenen Baustücken irgendwie wirklich was krasse ist, weil wahrscheinlich vielleicht, wenn Jigen das Gottesmal hat oder das Karma hat, vielleicht kann er das nicht, weil er diese Fähigkeit zur Resonanz nicht hat. Und vielleicht, weil Kawaki die hat, müsste er ihn irgendwie bei sich haben oder keine Ahnung was. Irgendwie sowas kann ich mir gut vorstellen. Und da Boruto und Kawaki es gemacht haben, kann man damit gemeint haben, dass die beiden die Resonanz haben oder in Resonanz sind mit dem Mal. So, ich hoffe, es war verständlich ausgedrückt. Auf jeden Fall war das der Gedankengang, den ich hier irgendwie rauslassen wollte. Und das ist für mich tatsächlich auch irgendwie das Logischste, was es da mit dem Mal am Hut hat, was es mit der Resonanz auf sich hat und alles. Und es wird im Laufe der Woche hoffentlich noch ein anderes Video kommen, über das Karma, weil da noch ein paar interessante Informationen gekommen sind. Aber dazu dann in Zukunft. Muss ich mal schauen, wann es kommt. Auf jeden Fall war es das mit dem Video hier an der Stelle und ich verabschiede mich auf wieder Map.